Alchemie ist der Schatten, der die Nacht durchflattert. Und wisst ihr was? Es gibt hier andauernd irgendwelche Updates für die Grafikkarte, ein Patch und dafür was und dafür was. Auch fürs Spiel gab es ein Update. Und wisst ihr, was das bewirkt? Nix. Es wird immer schlimmer. Ich habe langsam echt die Nase voll. Ich habe das Gefühl, ich habe mir hier eine Grafikkarte gekauft, die absolut nichts taugt. Mal stürzen Spiele ab, weil zu wenig Grafikkartenspeicher ist. Ich habe hier was gesehen. Ist es jetzt wieder weg? Ich habe doch hier eben was gesehen. Da. Was ist das? Wir tauchen mal. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war. Das weiß man immer nicht so genau. Aber eigentlich sind die Sachen danach weg. Wo geht's denn? Geht's da weiter, ne? Ja, ich bin sauer darüber. Das muss man ja wohl mal sagen dürfen. Das kann doch nicht sein. Warum ist das denn noch da? Ich war hier schon. Nee, ich war hier nicht. Ich war hier schon, ich war hier nicht. Natürlich war ich hier schon. Aber die Truhe da ist nicht geplündert. Warum ist sie nicht geplündert? Ach, weil ich keine Mega-Power-Tränke mehr tragen kann. Was ist denn das für ein Quark hier? Ich habe das jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Ja und? Timmy, Timmy. Hier ist was los, ne? Hier geht's wieder raus. Dann schwimmen wir gleich zurück. Wo ist jetzt das Ufer, wo ich hin muss? Da. Nochmal gedrückt, dass er das macht. Dreimal. Bevor der Scheiß überhaupt erst reagiert. Warum ist das so? Hä? Ich habe mir hier was markiert. Wir müssen hier ein paar Flugübungen veranstalten. Da oben. Da oben. Wo geht denn das los? Geht das da los? Ich weiß nicht, warum ich das nachts mache. Ich könnte ja auch mal Story weiterspielen, ich weiß. Beinahe. Ja, es zählt, es zählt, es zählt. Genau so. Kehre zu Madame Kokawa zurück. Wir gucken mal nochmal, ob hier irgendwas ist. Sind die auch immer da? Ist das ein permanentes Ding? Ich muss mal gucken. Man fragt sich, ob das Leben tatsächlich. Du hast meine Freunde. Wo sind denn die jetzt hin? Wo seid denn ihr? Ha, hier kann hier eine Leiter hochklettern. Ich sage nur, dass wir nicht ständig an den Flammen rumfuchteln müssen. Wir sind die Arbeit für uns machen. Komm, Trinko! Hahaha! Gewalttätig, was? Gepulso! Schau mal nach oben! Dependo. Von Pringo. Expelliarmus. Nein! Doch! Dependo. Ein ganz... Expulso! Protego. Der wurde zum Hut verwandelt. Habt ihr das gesehen?
Pulso! An deinem Punkt! Defendo! Confringo! Tod von oben! Ich kann kein... Oh! Was ist hier los? Defendo! Oh, da steht einer neben mir! Vielleicht solltest du aufgeben! Protego! So viel Bewegung mit dieser Frau gekreuzt. Incendio! Impulso! Wie über Du hast schon genug Incendio! Hey, Doktor! Confringo! Das war ein Fehler! Defendo! Protego! Nicht ganz! Mehr hast du nicht drauf? Confringo! Schwächling! Hey, Doktor! Waren das jetzt alle? Das war dann mal zum Üben. Ach, dann wollen wir mal sammeln. Oh, das ist ja woanders. Kann ich denn hier noch irgendwo was sammeln? Da. Haben wir das Lager denn jetzt hier eingenommen? Nee, ne? Oder doch? Oder nie? Oder doch? Oder nein? Was ist das da? Revelio. Das ist ein gefangenes Tier, was ich wieder nicht befreien kann, weil ich ja nicht weiterspiele hier in Dingen. Ich sollte vorsichtig sein. Blöd, wenn die Vorräte zur Neige gehen. Ah, da ist noch wer? Du hast dich die ganze Zeit rausgehalten. Defendo! Oh, scheiße! Confringo! Das war ein Protego! Oh! Warum? Geschafft! Und es war sogar eine Arschwinderin. Eine Arschwinderin war das, genau. Hab ich gesehen. Revelio. Unseren kleinen Timmy hier wollte sie was auswinden. Was ist das? Das kann ich nicht nehmen. Entschuldigung. Aber das muss ja mal gesagt werden. Ist das hier im Zelt? Hier? Ein bezauberndes, gestreiftes Gewand. Ja, aber wir hatten ja jetzt was anderes vor. Das habe ich ja nur so gesehen. Hier sind wir. Hier sind noch Schmetterlinge. Die führen mich doch zu einem Schatz. Komm, wir fliegen. Timmy, wir fliegen. Das Spiel hier nennt sich übrigens Hogwarts Legacy und geschimpft oder hat der alte Mann ein bisschen rumgemeckert. Ich denke aber, das war absolut berechtigt. Sowas kann einfach nicht sein. Liefert gefälligst eine vernünftige Performance ab. Wir bezahlen alle viel Geld für die Spiele und für die Hardware und dann hat das auch zu funktionieren. Ein Armille-Pimper. Entschuldigung. Wir haben ja Klamotten. Ja, toll. Haben wir irgend... Hier ist noch so ein Ding. Das werde ich mir jetzt noch schnell holen. Dann habe ich das da geschafft. Guck mal, und dann kriegt man hier so einen Haken, wenn man das fertig hat. Warum kriegt man die Haken? Ach, da fehlt mir bestimmt was. Oder ich habe was nicht gefunden. Wegpunkt festlegen. Besen. Besen. Nicht einfrieren. Besen. Ich habe auch nicht geguckt, wie wir... Ich wollte mal nachschauen, wie wir diese Erweiterungen... Die muss man doch mal irgendwann bekommen. Beende den Kampf zügig in 20 Sekunden. Welchen Kampf? Ich komme hier gar nicht rein. Welchen Kampf soll ich in 20 Sekunden beenden? Ich wollte doch das Ding hier. Ort entdeckt, Fluflamm. Revelio. Da ist irgendwas. Was ist hier? Eine dicke Murmel. Und wo kommt die hin?
großes Rätsel dazu. Scheiße. Ja. Ja, wenn man mit der eigenen Technik nicht mehr klarkommt. Da waren aber noch mehr. Revelio. Ich habe doch da noch mehr gesehen. Da ist die Plattform, da will ich jetzt hin. Ich vertone nach. So. Eier. Eier. Wir brauchen Eier. Das klappt nicht so gut, ne? Was hast du diesmal für mich auf Lager? Hab ich jetzt oder hab ich nicht? Revelio. Was ist das hier? Habe ich hier schon geräumt? Hier sind nochmal Eier. Ja. Ja, das war toll. Habe ich gut gemacht. Was ist das hier? Ach, hier komme ich ja nicht rein, ne? Oh, das war ein bisschen... Und wo ist... Da ist das, da ist das. Und wo ist diese Plattform, wo wir das hindingsen müssen? Hier war irgendwo die Murmel, ne? Da ist das Tor, da ist ein Ballon. Wo ist denn jetzt die Murmel hin? Da ist die Murmel. Hier haben wir das ausgelöst. Da. Jetzt fehlt mir aber eine Plattform. So ein Dingen, wo die Murmel reingehört. Hier ist es nicht. Vielleicht da unten. Vielleicht sollte ich das da unten nehmen. Das da, wartet. Da. Da. Oha. Na, da haben wir ja was vor. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Kullerst du? Kullerst du? Ja, mach, komm. 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 Damit wäre das erledigt. Ja. So ganz nebenbei. Nebenbei vor allen Dingen. Oh. Kehre zu Miss Kukawa zurück. Geht aber nicht. Geht nicht. Weil wir müssen mal hier gucken. Was ist denn hier noch? Hier habe ich noch Truhen gesehen. Ist da noch ein Merlin? Und eine Höhle? Ja, hier ist noch ein Merlin. Guck mal da. Und da ist so ein Ding. Hau, hopp. Ich bin 27. Timmy, du wirst langsam immer älter. Weißt du das? Du hältst dich aber gut, also so rein äußerlich. So, Merlin war hier hinten. Da. Mal gucken, was wir da bei ihm machen müssen. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin.
Revelio. Feuerschalen. Eine. Drei Stück müssen sein. Da ist eine. Und da ist eine. Gut. Kommt, Frinko. Vielleicht von hier? Ja. Hat gereicht. Hätte ich vorher machen sollen. Aber hat ja funktioniert. Hat ja funktioniert und das ist entscheidend, ne? Ich habe mir heute übrigens, habe ich heute bekommen, ich habe mir so eine Spinne gekauft, die eigentlich für ein anderes Mikrofon oder eine andere Mikrofonserie von Wave ist, von Elgato. Für das Wave DX kriegen sie ja keine Spinne kreiert. Jetzt hört man das nicht mehr, ne? Ich muss schon richtig doll klopfen jetzt. Das ist vorbei. Und auch. Ja. Das ist schon besser. Das gebe ich zu. Deswegen habe ich es auch gekauft. War aber sauteuer. Das sage ich euch gleich. Also mir war das eigentlich schon fast grenzwertig teuer. Ist zwar mechanisch gut verarbeitet und alles, aber trotzdem. Da ist noch ein Merlin-Rätsel. Guck mal da. Und hier ist eine Höhle. Da war ich auch noch nicht drin. Jetzt wird untersucht hier. Jetzt wird hier aber erforscht zum Warmwerden. Und da hinten ist ein Totenkopf. Das bedeutet auch was Gutes. Aha. Warte mal, die kommen mit hier. Die brauche ich. Wofür auch immer. Komm, Frinko. Nicht? Repulso. Den nehmen wir Repulso. Genau. Revelio. Ja, inzwischen habe ich auch alle Harry Potter Filme geschafft. Den letzten hatte ich gar nicht so intensiv in Erinnerung. Der hatte ja nochmal, ich spoilere ja nicht, ich denke mal, die kennt jeder inzwischen. Ein paar Enthüllungen, vor allen Dingen, was den ungeliebten Professor Snape betrifft. Das war schon interessant. Das hatte ich so nicht mehr im Hinterkopf. Ja, ich gucke manchmal Filme nicht intensiv genug. Ich mache dann andere Sachen dabei, wenn mich die Handlung nicht so doll fesselt, obwohl ich das nicht verstanden habe, warum das so gelaufen ist. Aber ist halt so passiert, ne? Guck mal, hier geht's noch weiter. Hier ist ja noch ein Riesengebiet. Die Karte ist nicht so groß. Nein. Oh Gott. Aber die Höhle ist weg, ne? Wenn man alles gefunden hat, ist die Höhle weg. Hier scheinen mir tatsächlich Sachen zu fehlen, dass ich die Höhle deswegen nicht finden kann, würde ich sagen. Oder auflösen kann. Prost. Wir beobachten das mal mit der Framerate. Vielleicht ergibt sich das ja nachher auch. Aber hier, wenn ich hier reinjoine, das Geruckel eben. Ich bin da sehr krümelkackrig. Ich habe hier relativ teure Technik stehen. Und da erwarte ich mehr. Und vor allen Dingen das Spiel, ne? Wenn das stimmt, was da steht, krallt sich fast den ganzen Arbeitsspeicher. Das geht auch nicht in meinen Augen. Das ist irgendwo nicht sehr optimiert gemacht. Optimiert. Ich wollte eigentlich wollte ich hier. Wo haben wir den denn? Da. Mal ein Revelio. Blöd ist, dass man dazu immer anhalten muss. Immer. Das Wasser, das war komisch, ne? Das war schwarz. Was für Tentakeln? Ich will keine Tentakeln. Ich will die Sachen. Und ich will die. Und ich will die. Und ich will euch töten. Oh, der ist in den Himmel geflogen. Habt ihr das gesehen? Der ist in den Wolfshimmel geflogen. In den Wolfigen. Wir wollten zu dieser Höhle, wollte ich. Was ist das da? Da ist was. Was ist das?
Repulso. Habe ich mich verdrückt? Ich habe doch B gedrückt. Ach, das ist Repulso. Warte mal. Nein. Hier. Accio. Hier ist irgendwas passiert. Ach, da geht's zur Höhle. Hier geht's rein. Aha, aha. Immer die Dinge, wo ich dann verzweifle und dann... Sieht interessant aus. Bewegt man sich ein anderes Mal dahin und findet das sofort, ne? Ach, guck mal, hier ist wieder sowas. Und da unten ist die Höhle. Accio! Wingardium Leviosa! Ich muss... Revelio! ...den Weg zu dieser Höhle freikriegen. Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Ha, ich habe ihn freigekriegt, guck mal. Cool. Hat sie ja richtig was gebracht. Revelio. Das war schon. Jetzt ist es auch weg. In der Höhle war ich noch nicht. Ganz eindeutig. Da habe ich den Weg gar nicht gefunden, weil ich das nicht entdeckt hatte, was ich da rausgezogen habe. Ja. Nein. Nein. Ja. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ah, scheiße. Ich habe wieder einen verschwendet. Muss ich mir einen brutzeln nachher. Kann doch nicht die richtigen Töpfe bauen. Den holen wir uns auch noch. 75 Meter. Schlecht geflogen ist besser als gut gelaufen. Ah, jetzt hat die... Revelio. ...der Dampf nachgelassen. Ach, da sind Spinnen. Hundenteddy! Der schwarze Hybrid ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem dieser Tierwesen gehörte zu den... Aha. Ja, hier. Die hätte ich jetzt gern mitgenommen. Die ist vielleicht wertvoll. Wir müssen noch Spinnen töten, glaube ich. Confringo! Oh. Revelio. Da liegt noch was. Das brauche ich und das brauche ich auch. So. Müssen ja wieder Tränke bauen. Bauen vor allen Dingen. Bauen. Wir sollen jetzt, hier sind noch Merlin-Rätsel, ne? Wir sollen jetzt zum Professor zurück. Ich will das drehen. Ach so, ich muss ja die Karte von Hogwarts aufrufen. Bin ja doof. Dann kann ich drehen. Wir sollen da unten wieder hin. Dann nehmen wir da. Wählen das aus und nehmen den Schnellreisepunkt. Und dann sind wir da auch ganz schnell. Das geben wir noch schnell ab. Handbuch-Herausforderung, ja. Ruckel, ruckel, ruckel. Oh. Sorry. Willkommen zurück. Sind die Aufgaben erledigt? Ja. Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das Zeug von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähiger Sucher erwiesen. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Präzise, bewusste Bewegungen. Einen neuen Zauber freigeschaltet. Verlangsamt die Bewegung von Gegnern
und Objekten. Je größer das Ziel, desto weniger stark wirkt der Zauber. Die Frisur ist ja toll. Sehr gut. So, wo weise ich den denn jetzt zu? Ich muss mal hier hinten gucken. Ah, dann muss ich den drücken. Da ist noch einmal Platz. Das ist aber mein Bauteil. Da. Oh. Mein Bauding. Eigentlich müsste ich den hier mit zugreifen machen. Dann machen wir... Wo ist denn der überhaupt? Welcher ist das jetzt? Der da? Ja. Sie sollten den neuen Zauberspruch so oft wie möglich üben. Vielleicht noch bevor Sie gehen. Befindung. Oh. Ich habe das Buch kaputt gemacht, glaube ich. Arresto Momento. Sehr gut. Weiter so. Ist noch ein Buch übrig? Das ist nur eine Lampe. Gut gemacht. Schon sehr bald beherrschen Sie Arresto Momentum. Madame Kogawa, hätten Sie einen Moment? Ja, worum geht es? Im Unterricht erwähnten Sie die Quidditch-Mannschaft von Toyohashi. Ja, die Toyohashi Tengu stammen aus Japan. Dominant, bekannt für hartes Training. Sie trainieren an der Mahō-Tokoro-Schule für Zauberei und kämpfen sowohl gegen die raue See und die wilden Stürme, als auch gegeneinander. Turnierspiele fallen den Tengu fast immer leichter als ihre Trainingsstunden. Sie sind also ein Fan? Ein Fan? Ha! Ich sollte einmal Teil des Teams werden. Und ich wäre eine Tengu geworden, wenn ich nicht Pech gehabt hätte. Pech? Ich kenne das Gefühl. Manches liegt einfach nicht in unserer Hand. Und manches schon. Ich hätte es besser wissen sollen. Ich habe mein eigenes Glück geschmiedet. Ich wurde von jemand Vertrautem verraten. Mir selbst. Ich konnte nicht klar sehen und habe es bitter bereut. Meine beste Freundin Asuka und ich wurden herangezogen, um im Team zu spielen. Ich als Hüterin, sie als Jägerin. Aha. Sie war atemberaubend. Sie hat sich einfach durch drei Spieler geschraubt und gepunktet, bevor sie auch nur gesehen wurde. Aber die Probespiele für die Tengu rückten näher und sie geriet in Panik. Mir wurde das Ausmaß ihrer Panik erst klar, als es schon zu spät war. Sie wollte so sehr, dass wir beide zusammenspielen, dass sie Felix Felicis in unseren Tee schüttete, noch bevor wir unser Können auf die Probe stellen konnten. Was ist Felix Felicis? Ein Zaubertrank? Er ist auch als flüssiges Glück bekannt. Aha, und ist in jedem genau. Zaubersport illegal. Ich wusste innerhalb von Minuten, dass etwas anders war. Ich hatte nie so gut gespielt. Und Asuka spielte schöner, als ich es je zuvor gesehen hatte. Als ich sie später zur Rede stellte, gab sie zu, was sie getan hatte. Ich zog mich aus der Auswahl zurück. Und zwar sofort. Aber es war nicht ihre Schuld. Sie wussten nichts vom Zaubertrank im Tee. Das ist unwichtig. Meine Flugkünste waren nicht meine eigenen. Damit konnte ich nicht leben. Also zog ich meine Bewerbung zurück und erklärte ihnen, warum. Und ich verbrannte meinen Besen. Was war mit Asuka? Musste sie ihren Besen auch verbrennen? Asuka spielte zwei Saisons lang für die Tengu. Sie haben sie nicht gemeldet? Wirklich? Es war nicht an mir, ihr Schicksal zu bestimmen. Ich bestimme mein Schicksal. Und Sie bestimmen Ihres. Vielen Dank, Madame. Ich werde mir diese Worte merken. Mach das mal. Das Buch schwebt da immer noch. So, Freunde. Das war eine lange Folge. Wir sehen uns in der nächsten, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss.